aus Japan und Claudia Heil aus Österreich. Da freuen wir uns drauf. Aber jetzt kommen wir zu den Männerentscheidungen um die Bronzemedaille. Wir sehen Mehman Azizov aus Aserbaidschan. Das ist der Kämpfer, der eben diesen Blitzsieg gegen Florian Wanner gelandet hat. Und der hat es zu tun mit dem Russen Dmitri Nosov. Dmitri Nosov hat sich in diesem ersten Halbjahr mit tollen Leistungen für die Olympischen Spiele qualifiziert. Ein ganz starker, athletischer Mann, der eben gegen Iliades aus Griechenland verlor. Das war für mich eine kleine Überraschung, hatte ich eigentlich den Russen stärker eingeschätzt. Aber Iliades, der 17-jährige Grieche, hier natürlich auf der Woge der Begeisterung, getragen von den frenetisch ihn anfeuernden Zuschauern, hat das Finale erreicht. Und deshalb muss Dmitri Nosov hier also im kleinen Finale versuchen, noch eine Bronzemedaille zu gewinnen. Aber sein Gegner, Mehman Azizov im Blau, haben wir eben gesehen. Ein ausgefuchster Bursche, so wie der eben den Weltmeister Florian Wanner bezwungen hat. Also durchaus einer, den man beachten muss. Trotzdem leichter Favorit nach den vorangegangenen Kämpfen für mich, Dmitri Nosov, der Mann in Weiß, der hier allerdings voll über das ausgestreckte Bein zum Tomoe Nage hinüber fliegt, sich da im letzten Moment abdreht auf die Seite und dadurch nur ein Yuko hinnehmen muss. In der Luft sah das aus nach Ippon, aber schafft es sich auf die Seite abzudrehen. Doch durch diese Tomonage-Technik geht Mehman Azizov mit Yuko der mittleren Wertung in Führung. Sehen wir des Öfteren, dass wenn ein favorisierter Kämpfer sein Halbfinale verliert, also den Kampf um den Einzug in das Finale, dass es dann schwierig ist für einen Athleten diese Enttäuschung zu überwinden, sich dann nochmal heiß zu machen auf den Kampf um Bronze. Bisher scheint das Dmitri Nosov nicht so recht gelungen zu sein, denn er liegt zurück gegen Mehman Azizov, den Kämpfer in Blau, der einen guten Griff hat. Mit rechts ziemlich weit oben an den Hals greift, um eingehen zu können in diesen Uchimata, den er blitzschnell gezogen hat, hat Nosov aufgepasst. Aber das war nicht ungefährlich, die Aktion des Aserbaidschaner. 3 Minuten noch, durchaus noch genug Zeit für den Russen, das Blatt zu wenden. Er ist ja einer, der über ein großes technisches Repertoire verfügt. Gewann in diesem Jahr die Super-A-Turniere von Moskau und Hamburg, also die 2 größten Turniere. Und das war für ihn gleichbedeutend mit der Fahrkarte zu den Olympischen Spielen. Jetzt gibt es eine Bestrafung wegen Inaktivität. Die geht an Dmitri Nosov, der irgendwie nicht so richtig aus dem Quark kommt. Es geht hier immerhin um die Bronzemedaille, Junge. Und der kämpft so verhalten, als wäre das eine Bezirksmeisterschaft. Nach der Halbzeit liegt er zurück. Oh, aber jetzt die Chance! Dreht Mehman Azizov mit dieser Konteraktion und schon ist er vorne. Vasari. Und trotzdem verzieht er sein Gesicht. Vasari, die Führung jetzt für Dmitri Nosov, nachdem ich ihn gerade so bitter gerügt habe. Aber so ist dieser Russe aus dem Nichts raus. So ein bisschen einschläfernd für seine Gegner manchmal, explodiert er und dann sahen wir diese Ausheber-Kontertechnik von Dmitri Nosov, die ihm die große Wertung, den Vasari, einbrachte. Und dann nützen die beiden kleineren Wertungen des Aserbaidschaners jetzt nichts, denn die größere Wertung sticht. Das heißt, ein Vasari ist mehr als 10 Yuko und 10 Koka. Die größte Wertung zählt und die hat der in Weiß kämpfende Russe auf seinem Konto.
Ja, das darf er nicht allzu oft machen. Das könnte man ihm auslegen als unerlaubte Handlung. Es war mehr so ein Ziehen in die Bodenlage als ein wirklicher Tomonaga-Ansatz. Und das erkennt der Kampfrichter aus Spanien ebenfalls und gibt eine Bestrafung raus. Das heißt, die beiden Bestrafungen werden addiert zu einem Yuko. Jetzt zwei Yuko für Mehman Azizov. Eine weitere Bestrafung des Russen hätte ein Vasari für Azizov zur Folge. Und dann wäre er wieder mit einem Yuko vorne, weil sich dann die beiden Vasari egalisieren würden. Klingt jetzt für den Laien vielleicht ein bisschen unverständlich, ist aber eigentlich gar nicht so schwer. Also Azizov wird versuchen, jetzt richtig Dampf zu machen, um Nossov noch eine Bestrafung wegen Inaktivität zu verpassen. Dann wäre der Aserbaidschaner, der Kämpfer in Blau, vorne. Die letzte Minute schon angebrochen. Und Nossov hat eigentlich bis auf diese eine Aktion, diesen Ausheber, noch gar nichts gemacht. Und wenn er so weiter hier durch die Matte schiebt, dann läuft er Gefahr, die nächste Bestrafung wegen Inaktivität zu kassieren. Versucht jetzt im Bodenkampf ein bisschen Zeit zu gewinnen. Aber das sieht alles sehr halbherzig aus. Ja, White Passiv, so der Trainer aus Aserbaidschan. Der will natürlich eine weitere Bestrafung wegen Inaktivität für den Russen. Das hätte praktisch dann die Bronzemedaille für seinen Mann zur Folge. Er muss schon was tun in den letzten 20 Sekunden. Wieder ein zoomiger Eschi-Versuch von Azizov. Und die Kampfrichter sind wirklich gnädig mit dem Russen. Also man könnte ihn durchaus bestrafen wegen Inaktivität. Der hat in den letzten Minuten eigentlich gar nichts mehr gemacht. In den letzten beiden Minuten nach seinem Vasari war nicht viel, was man von Dmitri Nossov gesehen hat. Aber wenn man ihn jetzt nicht bestraft, dann wird man ihn in den letzten Sekunden sicherlich auch nicht noch bestrafen. 2 Sekunden. Und die Bronzemedaille geht an den Kämpfer in Weiß, an Dmitri Nossov aus Russland, der eine Aktion zu verzeichnen hatte, eine Chance, den Gegner zu werfen. Und die hat er genutzt. Das hat ihm gereicht, um Mehman Azizov zu besiegen. Hat ein bisschen Blut im Gesicht, da scheint irgendwie eine kleine Schramme zu sein. Sieht gefährlich aus, ist aber alles halb so schlimm. Und wenn man die Bronzemedaille gewonnen hat, dann kann ruhig auch ein Tropfen Blut dabei sein. Das ist dann kein Wermutstropfen. Mehman Azizov, der fühlt sich ungerecht behandelt. Also man hätte Dmitri Nossov wirklich eine Bestrafung wegen Inaktivität noch geben können. Das wäre zu vertreten gewesen und dann wäre der Aserbaidschaner vorne gewesen. Die Kampfrichter haben es nicht so gesehen. Uns kann es letztlich auch egal sein, aber Mehman Azizov wird sich auch zu Recht so ein kleines bisschen ärgern dürfen. Also Bronzemedaille für Dmitri Nossov. Platz 5, der undankbare 5. Platz für Mehman Azizov in Blau. Wir sind gleich wieder zurück mit den weiteren Entscheidungen des 4. Olympischen Judo-Wettkampftages.